Das neue Superlufterwerk, kann mich gar nicht daran erinnern. Der letzte Patch ist immer noch 2.8.7.1. Wie viele neue Lufteinheiten gab es? Wie viel neues Zeug gab es doch gar nicht in Addons. Warum löst ihr euch denn jetzt so hart auf? Das hat doch vorhin auch nicht gemacht. Oder lag das nur daran, dass ich so viel mehr Assaults gebaut hatte? Mehr möglich. Chat, weißt du? Komm hier und her, mach die ganze Zeit lustig über ein. Ja, dann schieß halt nicht. Schieß halt. Jetzt schieß die doch mal tot. Danke. Ich brauche eh keine Leute, ich muss ja nur zwei Gebäude annehmen. Löst ihr meine Verteidigung jetzt so hart auf? Wenn man das Spiel keinen Bock mehr hat. Also, die Luftanlage haben wir so gut wie gar nicht gebaut. Außer die Bombe. Ja, warum lösen die sich jetzt so schnell auf? Das haben sie doch vorhin nicht gemacht. Ach. Keine Ahnung, habe ich nie was gespielt. Hab gehört, es soll ziemlich scheiße sein. Ja, toll, was ist denn jetzt kaputt? Wegen dem Grund lösen die gerade massiv. Das heißt, vorhin hat das doch viel länger gehalten. Was ist denn das jetzt für ein Schrott schon wieder? Ja, toll. Ja, könnte natürlich auch daran liegen, dass ich auch einfach keine Einheiten nachbekommen, weil diese Scheiß beide ewig brauchen, gebaut zu werden. Nö, meine Verteidigung. Was zur Hölle? Ja, toll. Warum auch immer die sie jetzt so schnell zerlegt haben. Fickt euch doch! Willst du mich jetzt eigentlich trollen spiel? Ja, willst du offensichtlich. Oh, ach nein, jetzt weiß ich warum. Ist der Cheat noch aktiv? Ich hatte doch geladen. Ich verstehe. Ich verstehe, ja. Ich müsste also jetzt da. Bitte, das war doch nicht so stark. Was? Keine Ahnung. Ja,
ich glaube, wir sind ziemlich pleite gegangen. So stark war das Ding doch vorhin gar nicht. Oder ist der Panzer stärker als mein T-100? Und wieso ist der Kack-Cheat noch aktiv? Ich habe doch geladen, wieso geht er da nicht aus? Ach komm. Ich muss jetzt wirklich das Spiel neu starten oder was? Das Ding dürfte jetzt keine Chance haben, ne? Nee, hä? Wieso ist das da so stark und meine Version so total beschissen? Was ist denn das für ein Rotz-Cheat? Wow. Ah, toll, jetzt habe ich... Ah, super. Hat er den Cheat jetzt gespeichert, ist die Frage. Ah, ich muss jetzt, ach, jetzt muss ich wieder. Ach, wirklich? Doch, ich wollte. Ach, danke, DOSBox. Ach, fick dich doch einfach nur. Ach, fick dich. Ach, was ist denn jetzt kaputt? Ach. Kannst du mal aufhören, so scheiße zu sein, DOSBox? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ach, scheiß drauf. Jetzt starte endlich den Rotz. Ach komm schon. Hallo, starten. Sag mal. Ach, das war die falsche. Danke. Das ist die falsche. Ist das wichtig? Ich glaube, das ist DOSBox egal. So. Nein, es ist nicht egal. Das sehe ich jetzt schon. Ach komm, ey. Hallo, hallo. Danke. Hallo. Ach, DOSBox! Halt die Fresse, du mein Wichschert, ey. Ich glaube, dich aus dem Fenster. Wo hat er den? Ah, das wollte ich nicht laden, weil er mir die Einheiten nur gezeigt haben. Gut. Super, wir merken uns, der Cheat ist nur gut, wenn du die Edge spielst. Weil die UX-Einheit kein bisschen besser ist. Was ist das für ein Drecks-Cheat, der zwei Einheiten stärker macht? Komm schon, schieb diese Scheiße da hoch. Einfach Geld-Cheat zu benutzen. Super, der Panzer der Ätz wird total stark und das MG-Ding von den Ux ist halt immer noch scheiße. Kann sie auch nicht ausdenken. Das ist mein General. Wobei wir liegen gleich 7 Stunden in seinen Kack-Drecks-Missionen. Können wir einfach weggehen mit dem Tee kochen, macht eh keinen Unterschied.
So, jetzt sind hier alle. Ach, fickt euch doch alle. Warte mal kurz, ich hab... Das war so ein Handyspiel-Moment. Earth 2140 XP-Version. Kopieren. Kopieren wir die Saves rüber und gucken wir einmal, ob man das... Also nicht, dass ich vorher irgendwie auf die... die XP was sind zu wechseln. Wir bringen ja regelmäßig neue Entwicklerversionen. Die kompilieren wir zwar nicht für Linux und die haben so eine beschissene Struktur, deswegen kannst du die auch nicht richtig kompilieren, aber hey, wir brauchen ja keine neue Stable-Version, weil. Die ist erst 10 Jahre alt, die letzte. Ist doch gut. Kann man noch benutzen. Ja, das ist überhaupt die letzte Stable in Wondersbox. Ah, 74.3, ja. Suche aber die 74.2. Das muss man nicht immer mit klar, wenn man irgendein anderes Fenster über das Bootsfenster schiebt. Ja, das ist witzig. Gib mir halt mal ältere. Ja, gib mal keine älteren Nachrichten. Warum auch? Muss ja auch nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. Dort schaut eh keiner runter, dann merkt man das eh nicht. Und 74 kam 2012 raus. Im Moment, der Win-Installer ist von 2010. Wow, die letzte Stable-Version ist effektiv tatsächlich 10 Jahre alt. Wow. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Cheat, der warum auch immer noch aktiv war, als ich geladen habe. Was für ein Kack-Cheat. Jetzt nicht mehr aktiv ist. Die 74.3 ist aber nur eine minimal geaktualisierte Version von 74. Nächstes Mal das Changelog, das nicht vorhanden ist. Man weiß doch, wo das, dass da kaum Änderungen gibt. Und dass die 74er die letzte nennenswerte große Version war. Man braucht bloß das Changelog, das dabei ist zu lesen. Hallo, funktioniere. Oh, Overflow, Benefit System, was sowieso völlig irrelevant ist. Ja, toll. Ich hoffe, die Releasen irgendwann die 75er Version, da sind ja tatsächlich Änderungen man ins Loch drin.
Kann ich aber im Schlaf, was weiß ich, Herzstillstand bekommen, Herzinfarkt und sterben? Geht das nicht? Ist doch alles, was ich will. Hätte ich Mine lernen oder was weiß ich. Sollte ein bisschen flüssiger laufen. Fünf Spider, die keinen nennenswerten Unterschied machen werden. Huhu. Ecke reingezoomt? Ich kann hier nicht reinzoomen. Was laberst du da? Oh, ich habe jetzt ein bisschen die Zügelzahl erhöht. Bin ich aber am Limit, wenn ich es noch viel weiter erhöhe, dann fängt die Soundprobleme wieder an. Läuft aber glaube ich schon ein bisschen flüssiger. Doch, Licht aus, gute Nacht. Das ist ein bisschen besser. Ich kann hier nicht reinzoomen, das ist ein DOS-Spiel. Kam auf den Amiga raus, da gab es auch keine Funktion.